Ich arbeite also hier an Malereien, die oft über längere Zeiträume entstehen. Es ist das Zeichnen eine nicht tägliche, aber regelmäßige Praxis, sozusagen auf den Punkt zu kommen, was ganz Ursprüngliches und gedanklich ganz Offenes und Rohes formulieren zu können. Es ist rein einmal auf meine künstlerische Arbeit bezogen, hier sehr viel Umgang mit Materialien, die ins Dreidimensionale gehen und die ich für meine Skulpturen heranziehe und zu meinen Skulpturen verarbeite. Und ich habe halt die große Möglichkeit, hier Arbeiten in einem Sinn zu definieren, wo das nicht nur Produzieren von Bildern oder von Kunst oder sowas ist, sondern wo es diesem allgemeineren Fragen nach Möglichkeiten des Lebens, nach Qualitäten im Leben, nach Zusammenhängen, die man aktivieren kann, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und die Kunst da drinnen irgendwie wie ein Konzentrationspunkt, wie eine Übung ist, die hilft, dass man noch besser zu sich kommt, noch besser sich auf diese Fragen einlässt, natürlich eine ganz zentrale Funktion hat. Ich habe nicht so früh wirklich diesen Gedanken gehabt, jetzt Maler zu werden oder bildender Künstler zu werden. Ich habe aber irgendwie ganz organisch gelernt, dass durch und mit der Beschäftigung mit Kunst, wahrnehmend und aufnehmend, genauso wie natürlich vor allem auch selbstproduzierend und tuend, erst die Möglichkeit zur Entwicklung gegeben ist. Und ich habe dann irgendwann begonnen, bestimmte Vorstellungen und Träume zu entwickeln, was ich vielleicht tun und schaffen könnte, ob ich dafür vielleicht die Befähigung hätte. Das ist einerseits ins sprachlich-literarische hineingegangen, andererseits ins klanglich-musikalische und natürlich sehr stark immer um die Zeichnung und bildende Kunst herum. Und über mehrere Stufen habe ich es geschafft, zu einem Kunststudium zu kommen. Und da waren die 80er Jahre auch eine glückliche Phase, weil wir jungen Maler einfach mit dem Glück naiver Burschen plötzlich mitten in so einem Malereiboom standen, wo es natürlich wirklich relativ denkbar war, dass man da ausstehen kann und wir das rasch auch erreicht haben. Die ersten Jahre nach der Akademie waren der Wahnsinn, weil das habe ich gar nicht gemerkt, wie sich da die Türen geöffnet haben und ich bin wie selbstverständlich da in Zusammenhänge, in guten Galerien mit sehr guten, spannenden Künstlern gekommen und habe ausgestellt und habe plötzlich meine Arbeiten, die damals nicht sehr viel gekostet haben, verkauft und mit 25 habe ich eigentlich von meiner Arbeit gelebt und ging es eher darum, wie jetzt das Wachstum der Arbeit zu organisieren ist und damit bin ich bis jetzt beschäftigt. Zwischen den Medien gibt es natürlich Verbindungen, die mir zum Teil bewusst sind, zum Teil aber erst im Tun so sichtbar werden. Und wo ich immer wieder feststelle, dass zum Beispiel die Momente, wo ich druckgrafische Zyklen mache, nicht so sehr dem Wiederholen und in Auflagen irgendwie verwertbaren druckgrafischen Arbeiten ihren Sinn haben, sondern das wie Klausuren, Entwicklungen von Motiven und von Prozessen unterstützt, die dann wieder in der malerischen oder dreidimensionalen Qualität eine Rolle spielen. Ich habe eine Idee von einer Art von Kunst, die, wenn es irgendwie klappen könnte, sowohl zeit- als auch gesellschaftsunabhängig irgendwo in der Lage ist, zu sprechen und Menschen zu erreichen, zu berühren.
Die Entwicklung meiner Arbeit war natürlich ganz stark abhängig von der Verfügbarkeit von Raum. Begonnen hat es natürlich mit Zeichnungen auf relativ bescheidenem Raum. Und heute habe ich das Privileg, in zwei Ateliers, einem städtischen und einem ländlichen, zu arbeiten. In beiden Fällen ist aber die Arbeit so organisiert, wie es vielleicht auf einem Bauernhof oder in einer komplexen, größeren Werkstatt auch der Fall sein wird. Nämlich, dass ganz verschiedene Arbeitsvorgänge ihre technischen Grundvoraussetzungen finden in Form von Wand, Tisch, irgendwelchen Utensilien, die man braucht. Und prinzipiell ist die Komplexität in meiner Arbeit auch darin ausgedrückt, dass ich an vielen Dingen gleichzeitig arbeite. Am ehesten noch Zeichnungen sehr direkt und spontan begonnen und beendet werden, aber dann bei komplexeren Papierarbeiten, bei druckgrafischen Arbeiten, auf jeden Fall dann schon sehr stark in der Malerei und in den Skulpturen und bildhauerischen Arbeiten, die Schritte und Prozesse oft über lange Zeiträume laufen. Und das Wahrnehmen meiner Arbeit, das darüber nachdenken, das mir Zeit geben, bis ich weiß, was das sein könnte, wo ich da hinkommen könnte damit, ist ein ganz wichtiger Punkt der Arbeit. Dann, wenn ich plötzlich wahrgenommen habe, was drinnen steckt, was die Möglichkeit darin ist, auch ganz extrem schnell zu einem Ende kommen kann. Bewusstsein der Räume, in denen ich da in St. Pölten ausstellen kann, und auch der Tatsache, dass es sich eben um eine sehr retrospektive, sehr in die Breite gehende, große Zeiträume abdeckende Ausstellung handeln wird, habe ich versucht, diesen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Medien, Zeichnung, Druckgrafik, Malerei, Skulptur, Raum, installative Situation, einmal als eine wichtige Grundsituation hineinzudenken und das Ganze noch einmal stärker dadurch zu intensivieren, dass es ja auch in meinen Zeichnungen, Druckgrafiken, zum Teil auch Malereien oder Skulpturen so das Prinzip der Serie und der Reihe gibt, also die Einzelfänomene der einzelnen Arbeiten für mich immer in einen größeren Zusammenhang stecken, im Sinn von Variationen, von sich voneinander differenzierenden und doch miteinander in Berührung stehenden Arbeiten, die ich dann sehr oft in Blöcken gehängt habe und die auch in St. Pölten zum Teil in sehr dichten Gruppierungen von Zeichnungen, Grafiken, aber auch Malereien und in einem Bereich der Schätthalle von Skulpturen, fast wie ein Wald, mit diesem Phänomen der Fülle und der Variationen von bestimmten Grundprinzipien präsent sein werden. Es wird sehr dicht werden, es wird Arbeiten aus verschiedenen Zeiträumen nebeneinander und zueinander aufeinander bezogen zeigen. Und das Schwierige wird sein, mit dieser Fülle und der Menge des möglichen Materials etwas wie einen Klang zu erzeugen, wo das so etwas wie ein Netzwerk von verschiedenen Positionen und Stationen auf dem Weg meiner Entwicklung mit den verschiedenen Medien darstellen wird. Auf formaler Ebene geht es mir wahrscheinlich um die Möglichkeit, vorzuführen, wie Material und Formen organisierbar sind und immer Postulate, Konstrukte und Behauptungen mehr als Wahrheiten darstellen.